freuen wir aus Bayern uns natürlich, dass der Film in Bayern spielt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Bayern denn das Setting? Warum war das nötig für den Film? Weil ein Skiort gesucht wurde, weil die Produktionsfirma, wir alle hier in München ansässig sind und dann natürlich nicht irgendwo anders hinfahren, um einen Skiort zu finden, sondern hier wunderbare Landschaft haben, wo wir sowas authentisch erzählen können. Das Drehbuch selber stammt ja nicht aus Bayern, sondern aus Amerika und auch da war es ein Skiort und man konnte es aber wunderbar hierher adaptieren. Aber glauben Sie auch, dass es vielleicht von den Leuten, wie die drauf sind, in Bayern besser passt für so einen Film, als wenn man nach, was ist denn, in die Schweiz gegangen wäre? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch da haben doch die meisten zwei Sachen. Es muss einen Skiort geben und es muss, glaube ich, eine katholische Bevölkerung geben. Die zwei Sachen, also drüben haben sie mehr Protestanten, wissen das in der Schweiz. Mhm. Da funktioniert es vielleicht nicht so gut. Calvinisten. Da kenne ich mich jetzt wenig aus, ob es da gibt es bei den Calvinisten, gibt es, glaube ich, hundertprozentig keine Heiligen, gell? Ich glaube nicht. Nein. Genau, das bräuchte man. Mhm. Genau. War das für Sie auch ein Grund zu sagen, also sind Sie selbst katholisch genug, um zu sagen, ich möchte gerne einen Film drehen, wo es um Heiligsprechung und so weiter geht? Oder war das gar nicht der Grund? Erzogen worden bin ich katholisch aufgewachsen. Es war immer schon ein dramaturgisches Fressen für mich, weil ich mich immer schon ein bisschen gewundert habe und weil es natürlich, jetzt haben wir mit dem Wundern, ist natürlich sowas, weil das natürlich als Kind auch schon immer tolle Geschichten waren. Ja, der und der hat das gemacht und weil man natürlich immer als Suchender ist und glaube ich eine Sehnsucht nach sowas hat, nach einem Zeichen Gottes zu sagen, zeig mir ein bisschen was und ich gehe viel leichter durchs Leben, ich mag bloß die Gewissheit. Das ist ja die Sehnsucht nach einem Wunder, ist ja die Gewissheit zu haben, dass drüber was gibt, dass auch was Unnatürliches passieren kann. Ja? Und von dem her war das schon immer auch Thema für mich. Und es ist natürlich filmisch wunderbar, weil du eine Antizipation beim Zuschauer hervorrufst, dass der weiß, es muss was geschehen, wenn ich jetzt Wunder fabrizieren muss, das also übers Natürliche geht. Und deswegen hat man schon eine Erwartungshaltung, oh, was passiert jetzt da? Mhm. Haben Sie selbst in Ihrem Leben denn schon mal ein Wunder erwartet und vielleicht dann sogar eins bekommen, eins erlebt? Bekommen habe ich, glaube ich, in dem Sinn noch keines, das nicht erklärbar ist. Aber dennoch finde ich viele Sachen natürlich so, wo ich sage, das war jetzt eine schöne Begebenheit, ein schönes Wunder, dass das jetzt auch gerade so geworden ist, wunderbar. Wunderbar. Und das ist eben die Ansichtssache. Was ist ein Wunder? Und um das geht es ja auch viel in dem Film. Muss man Wunder deklarieren, indem das, was ist, das, was der Papst in der Abschlussrede sagt, ist diese Sehnsucht nach über was Übernatürlichen erfüllt oder haben es viel kleinere Sachen? Ist es so ein Querschnitt, wo ich sage, was passiert alles parallel, was passiert unter uns und ist das Leben an sich nicht schon ein Wunder? Und das hat mich natürlich interessiert. Hat der Herr Rosenmüller auch so eine Sehnsucht nach der Jenseitigkeit? So, Sie beschäftigen sich ja in Ihrem Film viel mit dem Thema Tod einfach. Ja. Also was passiert nach dem Tod? Was ist im Tod? Das ist die Hauptfrage in meinem Leben, weil ich es noch nicht kapier. Weil ich es nicht kapier und weil ich mich zum wiederholten Mal wundern muss, wie manche Sachen auf der Welt passieren können, wenn das alles stimmt, was uns auch die Religionen sagen. Genau, also und deswegen bin ich immer so ein bisschen auf der eigenen Suche und finde es aber nicht recht. Gibt die katholische Kirche oder gibt überhaupt die Amtskirche da für Sie Antworten oder sagen Sie eher, die geben mir gar keine Antworten auf meine Fragen? Naja, ich glaube, in jeder Kirche ist eins ganz wichtig, ist das zusammen sich zu fragen oder zusammen sich zu treffen und schon mal zu gestehen, dass man nicht der Weisheit letzter Schluss ist und dass man merkt, dass wir als Gleiche miteinander leiden und feiern. Und deswegen finde ich das immer schon ganz wichtig. Es gibt aber in jeder dieser Institutionen, auch in der Kirche bei uns, eben Sachen, wo ich mich wundern tue. Das mag ich schon gar nicht mehr sagen. Wo ich mich frage, warum wird das so gemacht? Und hier bei dem Thema ist es natürlich, wenn jemand als Vorbild auserwählt wird, was ich gut finde, weil das auch tatsächlich für die Leute wichtig ist, dass Vorbilder haben, dass man sagt, schaut her, der, wie der gewirkt hat, das finde ich grandios. Den dann jetzt wir als selig sprechen, den wir heilig sprechen, dann brauche ich meines Erachtens jetzt nicht nur was Übernatürliches dazu, sondern dann ist dieses Wirken, wie hat die Person gewirkt, wie hat sie die aufgeopfert, was hat die gemacht,
ja, dann finde ich das einfach grandios und das tut mir reichen. Ist aber einfach eine Ansicht. Ich darf mich freuen, wenn ich irgendwann in meinem Leben Teil von einem Wunder werden darf. Gibt es für Sie so eine Person, so einen Menschen, wo Sie sagen, ja, dem könnte ich das zusprechen oder würde ich gerne zusprechen? Ehrlich gesagt finde ich, dass zu jedem dieser Menschen dann eine Beziehung gehört, die man wirklich kennt, damit man es abschätzen kann. Das ist was ganz was Schwieriges, dass du jetzt sagst, schaut her, also wenn jetzt Mutter Teresa, wenn ich da höre, dann kann ich mir vorstellen, die war klasse. Damit ich wirklich sagen kann, ist immer so, dass ich es auch wirklich erlebe und keiner mehr hat. Es gibt ein paar Personen in meinem Leben, und da weiß ich aber, dass die auch nicht genannt werden mehr hätten, die sich für irgendwelche Organisationen, die tätig sind, da wo ich merke, die opfern sich auf. Denen geht es wirklich um andere Menschen und die erfinden Sachen, damit es irgendwo anders als Brennholz, also da gibt es einen. Das geht jetzt zuhörf, aber es sind einfach Leute, wo ich merke, du, also Respekt. Und das waren schon so Leute, ja. Die halt sozial engagiert sind und nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen und dafür ganz klar finanzielle und scheinbar Lebensqualität einbüßen. Wobei eben die Frage ist, was ist dann Lebensqualität? Zum Papst, zur Papstfigur, die Sie zeichnen, ja, in Ihrem Film. Ist das die Wunschfigur, so wie Sie meinen, wir haben einen realen Papst, ja, auch? Kann Sie es vorstellen, wer wäre der so? Ja, das ist, jetzt kommen wir zum gleichen Punkt, dass es eine Sehnsucht oder was Tolles eigentlich in dem Film ist, von Jeremy Levin, diese Konstellation, dass ein Normalbürger, ein Normaler mit der höchsten Institution sprechen darf, dass ein kennenlernen darf und dass diese Sehnsucht ja immer wieder gegeben ist, dass man die gern, wie haben die auch diese Zweifel und wie ist der und dass das in dem Film so schön zusammenkommt, finde ich. Und es ist eine Projektion, ein Wunsch und ich kann es natürlich leider nicht sagen, wie es jetzt mit dem Herrn Ratzinger oder Johannes Paul vorher gewesen war. Es gab so ein paar Sachen, wo wir uns dann erlaubt haben rauszunehmen, so wie mit einer Skilehrerin, die ist beim Johannes Paul, der ja auch Skifahren gegangen ist. Und dass man da das Menschliche, dass man das da schon ein bisschen gespürt hat und dass man sich das wünscht. Das ist schon so was Ideales. Nehmen wir an, der Papst würde tatsächlich den Film mal sehen. Welche Reaktionen würden sich denn von ihm erhoffen? So wie beim Du wirst der Papst im Film, dass er merkt, dass da schon was Menschliches abgeht und dass man als Mensch sieht und dass man aber als Respektsperson behandelt und er aber vor allen Dingen auch so eine Gelassenheit hat und aber auch so eine Würde. Also das ist ja auch was man vielleicht in sich sucht, wie er dargestellt ist, dass man auch gern so eine Weisheit haben möchte. Genau. Gäbe es irgendwas, was Sie den Papst auch, wenn Sie im persönlichen Gespräch wären, fragen würden? Ja, schätzungsweise so ähnliche Fragen, wie es der Georg im Film macht. Ob dieser Zweifel da ist. Ich darf natürlich die Frage stellen, warum diese Regeln immer so stark kommen. Warum eigentlich von einer klugen, das sind immer meine Ansichten, gell? Von so einer offenen Gestalt, wenn man von Christus ausgeht und einer, der irgendwie so offen war, dass plötzlich im Laufe der Zeit immer mehr Gesetze und Regeln kommen und mehr eingesperrt wird und weniger nach außen geht. Das waren große Fragen, die aber ein langes Gespräch wahrscheinlich bedeuten würden. Religiöse Symbole kommen vor, also Sie drehen in der Kirche. Gab es mit der Amtskirche, mit der offiziellen Kirche, bei den Dreharbeiten zum Making-of irgendwie Berührungspunkte, dass Sie gesagt haben, nee, so können Sie es nicht machen, das geht nicht oder was? War da irgendwie? Na, da war jetzt schon ein Vertrauen da. Also, und ich hoffe, weil das natürlich ein Pfarrer war, der einigermaßen ein Fan von uns ist. Ich hoffe natürlich auch, dass der keine Schwierigkeiten kriegt in dem Sinne. Wir haben heikle Sachen, habe ich nicht in der Kirche dann gedreht. Also in dem Beistuhl gibt es einen Dialog, da wo ich an der Kante und wo es mir wichtig war, dass sowas nachgebaut ist. Obwohl ich es schon auch mit einem Augenzwinkern sehe und sowas, aber da bin ich schon auch, sage ich mal, versuche, dass ich da jetzt niemanden verletze. Das ist meines Erachtens ganz wichtig. Also und das hoffe ich auch ganz stark einfach, dass man sieht, was für Fragen da aufgeworfen sind, dass man sieht, dass wir nicht der weiße letzte Schluss sind, aber dass man durchaus auch das, was wir da so beanstanden, vielleicht bewirkt es ja was, wer weiß, vielleicht auch nicht. Vielleicht bewirkt es ja was, dass wir belehrt werden. Genau.
Gut. Dankeschön. Ja, gerne. Danke.